Haben Sie Erfahrung als Nanny? Das ist mein erstes Mal. Mit Unterkunft. Nun, ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Die Kinder sind außergewöhnlich, Kate. Aus bestem Hause. Cool, hier finden es deine Freundinnen sicher toll. Ich habe keine Freundinnen. Du hast keine Freundin? Nein. Tja, jetzt hast du eine. Vielleicht. Darf ich fragen, wie die Eltern gestorben sind? Oh. Miles! Nicht sollte leiden müssen. Es ist nicht so einfach. In den Teil vom Haus gehe ich nie. Wieso nicht? Ich will nicht. Hallo? Du solltest nicht hier sein. Was geschah mit eurer letzten Nanny? Werde ich nicht verraten. Sie haben hier die Verantwortung, Kate. Ich weiß, wovor du Angst hast. Es wird dich nicht schützen, wenn du das Licht anlässt. Kannst du bitte aufhören? Du verlässt mich, stimmt's? Ich gehe nirgendwo hin. Versprichst du es mir? Ich versprich's dir, Hand aufs Herz. Jeder muss sterben, Miles. Hast du das gesehen? Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Hey! Wieso tust du das? Aufhören. Wir sind nicht sicher. Schluss mit dem Märchen. Böse Träume? Seid ihr Nazis nicht mehr so stark, hä? Wen müssen wir diesmal babysitten? Ist so eine Art Schloss. Wir sollen es halten, bis die Ablösung kommt. Jawohl, jawohl, jawohl. War wohl ein wichtiges Ding, als die 82. Erbe und die Nazis rausgeworfen hat. Im Radio sagen sie, dass deutsche Truppen unterwegs sind. Ja, nicht unser erstes Rodeo. Was ist das? Habe ich im Keller gefunden. Gehörte einem der Nazis, die dieses Haus übernommen haben. Hier steht, was mit der Familie passiert ist, die hier gelebt hat. Wenn wir hier bleiben, sind wir leichte Beute. Wir können nicht abhauen. Was ist das? Dieser Ort hier bringt Unglück. Bis zum Teufel. Ich spreche jetzt mal aus, was wir alle denken. In diesem Haus da spukt es. Wenn man das Böse geschehen lässt, wird es einen zehnfach wieder heimsuchen. Macht euch fertig zum Abmarsch. Beeilt euch. Wenn ihr weggeht. Alles, was wir erlebt haben, ist das, was die Nazis der Familie hier angetan haben. Gehen wir einfach weiter? Es lässt uns nicht weggehen. Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Das ist nicht echt! Das ist nicht echt! Das ist nicht echt! Das ist nicht echt! Was gibt's? Hallo Nachbar. In der Cafeteria liegt Eis im Kühlschrank. Dafür erzählst du mir, sobald was Seltsames bei dir zu Hause passiert. Ist klar?
Mom war heute so komisch. Mom war schon immer komisch. Was machst du denn hier drüben? Dylan! Kann ich Ihnen helfen? Mein Sohn spielt so gerne Verstecken. Kannst du ihn bitte holen? Das hier ist Privatbesitz, okay? Du bist ein sehr dummer Junge. Kann ich helfen? Ist Dylan da? Dylan, komm hierher, Liebling. Ihr kleiner Junge. Ich habe keine Kinder, Kleiner. Er hatte überhaupt keine Ahnung. Wovon redest du, verdammt? Mami braucht Hilfe. Das ist alles in Ordnung. Er ist verschwunden, ich weiß es. Notrufzentrale, was ist passiert? Ich möchte ein vermisstes Kind melden. Geht's dir nicht gut, Ben? Mel, sie will deine Schwester! Du musst mir sagen, was hier passiert! Es gibt Hinweise darauf, dass die ersten Springteufel ursprünglich in Frankreich gebaut wurden und böse Wesen beinhalten sollten. Schon. Ich habe das Schild draußen gesehen. Aushilfe gesucht? Oh ja. Hast du denn Erfahrungen auf dem Gebiet der Bestattungskunst? Nein, aber ich lerne sehr schnell. Jeder Leichnam erzählt eine Geschichte. Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören, um die Hinweise zu entschlüsseln. Und die Wahrheit aufzudecken. Dann handeln die Geschichten davon, wie diese Menschen gestorben sind? Nicht nur wie, meine Liebe, sondern vor allem weshalb. Sieh genauer hin, der Teufel steckt im Detail. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Was ist mit den Straßenlampen passiert? Schnapp dir eine große Lampe und check die Nordseite. Nehmen Sie die Hände hoch, sofort! Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen? Nein, ich kann nicht mal erklären, was ich gesehen habe. Ich werde empfehlen, Sie wieder im aktiven Dienst einzusetzen. Komm schon, Mann, das ist nur ein kleiner Laden. Bleib mal locker. Auf die Knie, Hände über den Kopf. Hältst du das für einen Witz? 18 Adam 7, Code 2, brauchen Verstärkung. Es ist äußerste Vorsicht geboten. Oh Gott! Ah! Scheiße! Ich übernehme ab hier. Das ergibt keinen Sinn. Sie haben den Kerl, lass es gut sein. Ich brauch dich, bist du dabei? All diese Dinge, die passieren, das hat was zu bedeuten. Hey!
Hier drin ist jemand. Bodycam. Unsichtbares Grauen. Demnächst im Kino. Kannst du dich an irgendwas erinnern, das an diesem Tag geschah? Dann kam der Regen, warf sie auf. Ich habe die Papiere für deine Entlassung eingereicht. Du hast so viel erreicht. Als du damals zu uns kamst, da warst du... Damals litt ich unter einer nicht diagnostizierten Hebephrenie mit der Neigung zu selbstverursachten Halluzinationen. Heißt es, ich hätte nie gedacht, dass ich das alles jemals wiedersehe. Meine Mom freut sich, dass du hier bist. Ich mich auch. Fühlt sich doch bestimmt gut an, da raus zu sein. Du denkst aber manchmal dran, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern. Zwei Freundinnen locken ein Mädchen in den Wald, stechen auf sie ein. 7 Mal. Und das alles für Mercy Black. Könntest du bitte diesen Namen nicht sagen? Mom, wer ist Mercy Black? Ja, Mercy Black wurde schnell bekannt. Fotos, Stories, Nachahmungstäter. Du bescherst der Welt einen ganz neuen Albtraum. Hast du irgendwas getan? Irgendwas, weshalb sie dich weggeschickt haben? Als ich in deinem Alter war, spielten wir ein Spiel. Wir erfanden eine Freundin. Jemand, der uns beschützen konnte. Sie sucht sich traurige Kinder und nimmt ihnen, was ihnen Leid bereitet. Aber nicht umsonst. Eine perfekte Opfergabe. Und sie wird zu Fleisch und Blut. Ich habe so getan, als würde sie mir helfen können. Ging es denn? Sie war nicht real. All diese Leute hatten Angst. Wie kann sie dann nicht real sein? Sie ist völlig verrückt. Und du denkst, dein Sohn ist sicher, das ist er nicht. Was ist, wenn ich Mercy Black sehe? Wirst du nicht. Und was, wenn doch? Bryce? Mit wem hast du gesprochen? Ich habe mit ihr gesprochen. Was, wenn sie real ist? Was, wenn es wirklich was gibt, das da draußen ist? Du redest von ihr, als wäre sie real. Sie ist real genug. Das ist für dich. Das ist, um dir Leben zu schenken. Marina, mach schon. Du hast es versprochen. Was geht ab, Leute? Hier ist Cole. Und das ist ERL. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, um nur für euch die wildesten Abenteuer zu bestehen. Ihr habt's geguckt, kommentiert und mein nächstes Abenteuer bestimmt. Ich lass mich gerade lebendig begraben. Hab's mir schlimmer vorgestellt. Hallo? Wo schickt man einen Typ hin, der schon alles gemacht hat? In ein Escape Room-Abenteuer auf Moskauer Art. Das hab ich schon 1000 Mal gemacht. Kein wie diesen. Zudem musst du persönlich eingeladen werden. Was ist das hier? Ist das ein Teil vom Spiel? Was hast denn du für einen geisteskranken Kumpel? Ich kenne ihn nicht mal richtig. Was? Du hast uns nach Russland zu einem Typen gebracht, den du kaum kennst? Bist du bescheuert? Das ist nur ein Spiel. Er lacht dich gerade aus, weil er mit uns spielt. Das ist kein Spiel, Mann. Was haben wir jetzt tun? Keine Ahnung, aber chillt mal alle wir kurz. Wir sollen chillen? Wir müssen hier irgendwie raus und in Sicherheit. Nein, komm! Lass auf! Was haben die mit uns vor? Sie foltern uns. Es gibt 2 Seiten an dir. Ich weiß nur nicht, welche davon echt ist. Nein, doch! Weißt du, was Leute bereit sind zu zahlen, um Leute wie dich zerstückelt zu sehen? Tut mir leid. Das war eine echt schräge Nacht. Märchen setzen sich in unseren Köpfen fest. Noch bevor man sie gehört hat, irgendwie kommen sie einem bekannt vor. Und sie laufen immer gleich ab. Schön, Sie kennenzulernen. Ich heiße Gretel. Und der ungehobelte Kerl hier ist mein Bruder Hänsel. Autsch! Erzähl mir, wie ihr in meinen Wald gelangt seid. Merkwürdig, wie kann das sein? Du hast Angst. Irgendwas stimmt hier nicht. Sei vorsichtig, Liebes, nicht, dass du etwas in Gang setzt, was du nicht aufhalten kannst. Man will uns nur sehen, aber nicht hören. Dabei sind wir die Zukunft. Unsere Zeit ist gekommen. Ich komme! Du bist was Besonderes.
Plan. Es geht los. Heute Nacht. Die Welt muss davon erfahren. Was hast du denn da? Ach, das ist Emma, meine Frau und mein Sohn Charlie. Genieße es, solange du es noch kannst. Solange ich noch kann? Niemand ist glücklicher als die Frau eines neuen Detectives. Emma ist cool, Mann. Nicht so wie andere Frauen. Für eine Frau sind 600 Diensttage weniger wert als drei Samstagabende. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people have died? A lot. An alle Einheiten. Wer verletzte Officer? Detective Banks ist unterwegs. Wer immer das war, hat noch ein anderes Motiv. Der hat was gegen Cops. Die Scheiße hier läuft ganz schnell aus dem Ruder. Irgendjemand da draußen zieht die Fäden. Willst du ein Spiel spielen, Motherfucker? Wer entführt sie? Jemand, dem sie vertrauen. Jemand, der leicht ins Haus gelangt. Das ist unsere Babysitterin. Sie hat auf Aria aufgepasst. Stell dich vor, lauf schnell und flieh. Nur eine Puppe war Brahms nie. Ohne Freund ist er allein. Du sollst für immer bei ihm sein. Doch folge ihm und tu ihm gut. Sonst wirst du Zeuge seiner Wut. Als hätte er ein Geheimnis, das nur er kennt. Irgendwas geschieht hier mit ihm. Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch. Jude? Die Kameras haben wir vor ein paar Jahren nach einem Einbruch bekommen. Nur keine Angst. Die Gegend ist sicherer geworden. Ich bin noch ganz neu hier, ich kenne noch keinen. Was führt Sie nach L.A.? Ich möchte ein neues Leben anfangen. Hier fehlt noch was. Haben Sie Haustiere? Nein. Willkommen. Wir legen hier nämlich sehr viel Wert auf gute Nachbarschaft. Hier kümmern sich irgendwie alle umeinander. Machen die Rohre nachts immer so einen Krach? Wie nachts. Ich bin die ganze Zeit so müde, verdammt. Hörst du nachts auch den Krach? In meinem Alter hören meine Ohren nicht mehr besonders viel. Du hältst mich für verrückt.
Brian. Vicky! Vicky! Hilfe! Hilf mir doch jemand! Wie konntest du nur? Ich will nur hier raus. Bitte kann ich bald nach Hause kommen. Du bist schon zu Hause. Hören Sie mir zu! Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Er ist hier, er ist hier! Ich kann nicht sehen! Sie sagen, die Person, die versucht, Sie zu töten, ist gerade in diesem Raum. Aber wir können ihn nicht sehen. Er hört zu. Hallo? Er hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen. Das ist lächerlich. Ich habe seine Leiche gesehen. Er war ein Soziopath. Er sagte, egal wohin ich gehe, er würde mich finden. Und ich würde ihn nicht kommen sehen. Du brauchst Hilfe. Es ist wichtig. Wo bist du? Dass du glaubst, was ich dir gleich erzählen werde. Zeig dich! Komm schon! Der Unsichtbare. Ab 27. Februar im Kino. Guten Morgen. Morgen! Das bin ich, Millie. Die durchschnittliche, langweilige Millie. Ich liebe dein Kleid. Ich glaube, das gab's bei Discamponenza. Okay, ich war nie besonders beliebt. Am Wochenende ist Homecoming. Booker wird auch auf den Ball gehen. Und für die Jungs war ich immer nur Luft. Ganz ehrlich, wenn das ein Horrorfilm wäre, ich wäre eine der Ersten, die draufgeht. Auftritt, gruseliger Typ mit Maske. Sag ich doch. Aber dann stellt sich raus. Wo bin ich? Ich bin nicht draufgegangen. Oh mein Gott, was ist mit meiner Stimme? Ich bin im Körper des Killers aufgewacht. Der Blissfield Butcher schlägt wieder zu. Nicht ausflippen. Du bist schwarz, ich bin schwul, wir sind so tot. Au, hört auf. Ich bin Spinny. Hoch, hoch, Blissfield, hi. Wir zermalmen euch zu Brei. Oh Leute. Mein Gott. Und dieser Psycho steckt nicht nur in meinem Körper. Er ist auch noch gut. Er ist ein Killer mit einem Babyface. Wer weiß, wie viele Leute er umbringen wird. Ist das wirklich sicher? Nein. Oh mein Gott, das reinste Massaker. Ich habe keine 6 Stunden mehr, um das rückgängig zu machen. Sonst stecke ich für immer in diesem Körper. Beeil dich, ich muss kacken, du Loser. Zugegeben, es hat auch Vorteile. Tut mir leid, Sir, ich wollte Sie nicht stören. Ich. Was ist das für ein Gefühl? Du wirst dir wünschen, deine hässliche Fresse hätte nie die Welt erblickt. Oh mein Gott, du hast dich gerade eingepisst, oder? Ja. Oh, was hab ich denn an? Irgendwie stehe ich auf die neue Millie. Hilfe, oh mein Gott, da ist der Blissfield Butcher! Na toll, wir werden gekillt von Mörder Barbie. Ich freue mich, dich zu töten. Zeit, dieses Arschloch zu stoppen. Wir stecken da zusammen drin. Ich will meinen Körper wieder haben. Komm und hol ihn dir. Ich weiß, ich sehe aus wie der Butcher, aber ich bin Billy. Er ist verrückt. Okay, Booker, hier sieh mich an. Booker! Heul doch, Bitch! Booker, hilf mir! Booker! Hältst du jetzt mal die Klappe? Booker! Sie ist reingerollt. Mama mag es nicht, wenn wir uns vor der Wohnung der Alten rumtreiben. Hallo? Signora, ich komme jetzt rein. Ja, genau. Ist das hier? Der Himmel von Madrid ganz für uns allein. Wir werden hier wie Könige leben. Wie Sie sehen, ist alles noch so, wie es der Vorbesitzer hinterlassen hat. Ja, erfülle unser Haus mit deinem Segen und segne uns und diese Gaben, die wir von deiner Güte zu Hause. Warum sind wir hierher gezogen, wenn hier schon jemand wohnt? Sehen Sie, in diesem Haus passieren Dinge. Was für Dinge?
Ist irgendwas undicht? Rafa, wieso machst du nicht auf? Was ist? Nein, nein, sie kennen mich nicht. Ich wohne in der Manuela Manasanya 32. Amparo ist nicht hier. Du bist allein. Sieh mich an! Wer hat dort gewohnt? Siehst du etwas? Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Polizei hat letzte Nacht wieder einen grausamen Fund gemacht. Ihr Mädchen solltet vorsichtig sein. Es gibt viel Böses da draußen. Glauben Sie etwa, wir können uns nicht verteidigen? Eigentlich das nächste Mal an. Ich muss dringend wieder pinkeln. Was? Wir halten doch nicht jedes Mal an, nur weil jemand pinkeln muss. Scheiße. Fuck. Du Pinkfresser! Wichser! Ist das der Van? Scheiße, komm schon, die Nacht ist noch jung. Scheiß drauf. Gut. Wir schlafen im Haus meines Vaters. Wir haben Schnaps, wir haben eine tolle Anlage. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Alles okay. Hier ist ein bisschen kalt, ne Mann. Danke. Er hat ein Springmesser. Jetzt komm wieder runter. Er wird uns wohl kaum damit umbringen. Kennst du das Spiel? Ich hab noch nie im Leben. Ich hab noch nie im Leben eine Nacht im Gefängnis gesessen. Ah! Oh, well. Ich hab noch nie im Leben jemandem was in den Drink getan. Was läuft hier für eine Scheiße? Möge der Wahnsinn beginnen! Beruhige dich, okay? Und sag mir, was hier los ist. Habt ihr vielleicht noch das Dreier mit uns? Ich hol euch da raus! Habt ihr gehört, ihr Pisser? Hi! Ich sah, dass das Licht an war und dachte, dass uns jemand ausraubt. Was war das? Was war was? Dass das schnell geht. Aber es ist schön, oder? Eine richtige Familie zu haben. Kommt rein. Die Jungs freuen sich schon, dich kennenzulernen. Und? Freust du dich schon auf die Schule? Du kannst neue Freunde finden. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Wem? Wow, ist das ekelhaft. Es reicht. Ruhe bitte. Das passiert doch jeder mal. Er hat uns alle schon mal zum Weinen gebracht. Komm nach der Schule bei uns vorbei. Was wird das? Das ist eine Zeremonie, um dich zu feiern. Wieso wollt ihr mich feiern? Na, weil du unsere Vierte bist. Da ist wohl eine in der Regel pünktlich. Das ist alles etwas crazy. Um Kräfte zu haben, ist daran zu glauben, die halbe Miete. Deshalb sind Hexenzirkel immer wichtig gewesen. Wenn wir sowas können, was können wir dann noch? Wir müssen Timmy verhexen. Wir wollen ihm aber nicht wehtun, oder? Sie hat recht. Regel Nummer 1 des Hexenclubs. Wenn eine Person zu einer Gefahr für sich oder andere wird, ich fange an, mir Sorgen zu machen. Ich war nur mit meinen Freundinnen unterwegs. Ah! Wir sind zu weit gegangen. War das nur so eine Art Spiel für dich? Lilly. Nein. Ich
fühle mich anders. Vorsicht, es laufen viele schräge Vögel da draußen rum. Die schrägen Vögel sind wir, Mister. Schau mal, was ist das? Wenn du deinen genauen Todeszeitpunkt errechnen könntest, würdest du es wissen wollen? Ich habe noch 63 Jahre. 57 Jahre. 2 Tage? Diese App ist fake. Eindeutig. Das hat meine Freundin auch behauptet. Die App hat den Todeszeitpunkt exakt vorhergesagt. Ich brauche ein neues Handy. Neue Nummer, neues Handy, neuer Anbieter. Die Countdown-App? Das sind nur random Zahlen mit einem Countdown. Nicht sehr scary. Obwohl es bei euch 2 Clowns funktioniert. Wir müssen diese Uhr nur um 1 Sekunde schlagen. Ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod, wird dich ereilen. Komm zu mir. Es wird dich überwältigen, um dich vollständig zu vernichten. Matt, wach auf. Hey, hast du mich gerufen? Ich bin Anna Fox. Es gibt einige Dinge, die ich sagen muss über mich. Ich leide an einer Angststörung. Ich wohne gegenüber. Meine Mom möchte, dass Sie das hier kriegen. Ich bin auf Besuch nicht vorbereitet. Ich habe Agoraphobie. Ich kann nicht rausgehen. Sie haben etwas von draußen hereinkommen lassen. Ihre Nachbarin von gegenüber. Die darf man bestimmt nicht mit Alkohol einnehmen. Ich heiße Jane Russell. Haben Sie sich angefreundet? Ich mag Ihre Ohrringe. Oh, danke. Ein Ex-Freund hat sie mir geschenkt. Und das stört Ihren Mann nicht? Unsere Familie ist kompliziert. Meine Nachbarin Jane wurde erstochen. NYPD. Was will er hier? Mr. Russell glaubt, dass sie was durcheinander bringt. Sie haben meine Frau nie getroffen. Wir haben den Abend zusammen verbracht. Ich bin Jane Russell. Sie ist nicht Jane. Ich weiß, was ich gesehen habe. Der Arzt sagt, ihre Medikamente können zu Wahnvorstellungen führen. Warum schützen Sie sie? Sie haben alle ein Geheimnis. Ihr Ohrring, er ist in Ihrem Haus. Sie spielen mit der falschen Familie. Wissen die, dass Sie hier allein sind? Notrufzentrale? Ich glaube, jemand ist in meinem Haus. Schauen Sie nicht durch die Fenster anderer Leute. Ihnen wird nicht gefallen, was Sie sehen. The Woman in the Window. Ich bin Neil Oliver. Es ist der 10. Mai. Ein Tag wie jeder andere in Thailand und für Buddhisten. Aber wie ihr sehen könnt, feiern die Inselbewohner, tja, etwas. Das war nicht schlecht. Danke, Liebling. Ist alles okay? Hey, was haben Sie uns da gegeben? Mir? Baby? Mir? Normalerweise schwächen Sturm, steht fest. Wir werden ein paar turbulente Tage vor uns haben. Danke, Michael. Der Sturm ist noch ein paar Stunden entfernt. Ist das Blut? Evakuieren sofort. Was war denn nur letzte Nacht? Was? Da ist ein Video. Das geht 2,5 Stunden. Was genau ist das, was Sie uns da gerade einschenken? Wir nennen es die Magie der Insel. Es ist, als würde ich einem Fremden zuschauen. Ich erinnere mich an nichts davon. Wo waren wir? Ich habe keine Ahnung.
Was zur Hölle? Christine! Ich bin hier. Ich will nach Hause. Einfach nach Hause. Oh. Es ist alles gut. Heute Abend um 7. Wir nehmen die Fähre und verschwinden. Mein Ausweis und mein Portemonnaie sind weg. Tut mir leid. Kein Ausweis, keine Fähre. Ach, kommen Sie. Wissen Sie etwas über diese Kette? Ein besonderes Geschenk für besondere Gäste. Hast du die mir wieder angezogen? Nein, warum fragst du? Ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise. Für meine Frau und mich besteht keine Hoffnung, die Insel jemals zu verlassen. Was? Wir werden nämlich auf brutale Art und Weise sterben. Nie? Jetzt sag mir doch, was passiert ist. Du würdest mir nicht glauben. Du musst jetzt aufwachen. Wach auf! Peter Spencer. Ich komme wegen des Hausverkaufs. Ist jemand zu Hause? Hallo? Detective Muldoon? Hier ist Peter Spencer. Am Rayburn Drive 44 ist was passiert. In dem Haus wurde jemand getötet. Warum sind Sie nie reingegangen? Irgendwas hat mich daran gestört. Eine weitere Leiche. Hängen beide Fälle zusammen? Hallo? Ich war im Haus. Hallo? Police Department? Ich glaube, mir ist etwas gefolgt. Mami, was ist los? Was ist denn? Wir müssen hier raus. Sofort.
Shark Week-Fans da draußen. Willkommen zurück. Es ist unser dritter Sommer auf Little Happy, einem verlassenen Fischerdorf im Mosambik-Kanal. Haie kehren jedes Jahr hierher zurück. Ihr Zuhause, genau wie unseres, wird vom Klimawandel angegriffen. Emma! Emma, was ist los? Ein halbes Dutzend Menschen werden vermisst, 150 Kilometer den Orange River hoch. Stellte sich raus, dass es Bullenhaie waren. Was tun wir also? Da ist ein Bullenhai vor Ort. Er ist groß. Hai! Brown, wo bist du? Da ist er. Das sind keine Haie mehr, sondern was anderes. Der Klimawandel macht sie höchst aggressiv gegen alles. Raus aus dem Wasser! Es geht nur ums Überleben, Freunde. Das war knapp. Deep Blue Sea 3. Herzlichen Glückwunsch an all unsere Gewinner des Gewinnspiels. Und willkommen auf Fantasy Island. Life could be a dream. Ein Ort, an dem alles möglich ist. Ich bin Mr. Rogue, Botschafter ihrer tiefsten Sehnsüchte. Paradise. Wir sind alle schon gespannt, wie das hier läuft. Das wird bestimmt eine immersive Erfahrung. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Mr. Rogue maßschneidert jedem Gast seine eigene Fantasie auf den Leib. Ich wollte ein bisschen Action. Wir wollen das volle Programm. Den Moment ändern, den ich am meisten bereue. Mich an einer Kindheitstyrannin rächen. Schmerzhaft und kreativ. Fantasy Island! Woo! Ein Ort, an dem alles und jedes möglich ist. Ihr Leben wird sich bald ändern. Für immer. Ich hoffe, Sie sind bereit. Verschiedene Knöpfe für verschiedene Racheoptionen. Lasst uns Spaß haben. Oh mein Gott. Stopp! Das ist nicht, was ich meinte! Ich habe 5 Jahre voller Erinnerungen, die ich gestern noch nicht hatte. Die Insel will sie alle zusammen. Ich glaube, das ist die Fantasie von jemand anderem. Die Insel ist nicht das, wofür du sie hältst. Wir wurden hergebracht, um Teil von etwas anderem zu sein. Hier war seit Monaten keiner mehr. Es ist wunderschön. Ich liebe dich, Emily. Ich dich auch. Will noch jemand einen Schluck? Ja, bitte! Hast du sowas schon mal hier draußen gesehen? Es ist in den Bäumen. Es ist überall. Irgendwas in der Luft. Mir war vorhin ein bisschen schwindelig. Mir geht's nicht gut. Ich fühle mich, als wäre ich K.O. geschlagen worden. Kann mich an nichts erinnern. Mr. Turner! Mrs. Turner, wo ist Mr. Turner? Ronja! Ah! Hallo? Was ist hier nur los? Ich weiß es nicht. Irgendwas aus dem Wasser. Ich kann es in mir spüren. Was ist das? So viel Spaß hier. Ich muss ins Krankenhaus. Hallo, antworten Sie! Wir brauchen Hilfe!
Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Rostov Sergei Konstantinowitsch, St. Petersburger Polizei. Polizei! Es gab einen weiteren Mord in der Stadt, Miss Reed. Spüren Sie etwas? Ich spüre immer etwas. Ich brauche jemanden, der erklären kann, was das ist. Ich würde sagen, es ist ein Ei, höchstwahrscheinlich ein Hühnerei. Es hat sicher eine Bedeutung. Pentagramme sind nicht böse. Sie dienen als Schutz, wenn man dem Bösen begegnen möchte. Als magisches Zeichen. Die Geister zu sehen ist aufregend, egal wo sie sind. Ich interessiere mich nicht für die Geister. Ich möchte die Lebenden sehen. Diese Morde sind Teil eines Rituals. Alle diese Opfer haben ein Ziel. Die Hölle. Gott, das ist ja wie in einem Märchen. Der Mörder hört nicht auf, bis er das neunte Opfer fordert. Ich werde dich retten. Und ich kann dich retten. Was immer passiert, lassen Sie. Nicht los.